Wer ein Medikament in der Apotheke erhält, kann sich sicher sein, dass dieses geprüft und zugelassen wurde. Doch wie läuft diese Zulassung ab? Welche Kriterien sind dabei entscheidend? Und was passiert nach der Zulassung? In Österreich dürfen Fertigarzneimittel grundsätzlich nur dann an die Bevölkerung abgegeben werden, wenn sie vom Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen oder der Europäischen Arzneimittelagentur zugelassen wurden. Im Rahmen dieses Zulassungsprozesses wird die Wirksamkeit, Unbedenklichkeit und Qualität des Arzneimittels überprüft. Ein Medikament wird nur zugelassen, wenn der zu erwartende Nutzen die zu erwartenden Risiken und Nebenwirkungen übertrifft. Eingeschätzt wird dies anhand umfassender Daten und klinischer Prüfungen. Von der Erforschung bis zur Zulassung durchläuft ein Arzneimittel mehrere Entwicklungsphasen und es dauert durchschnittlich 12 Jahre, bis ein neues Arzneimittel auf den Markt kommt. Arzneimittel erkennt man an der Zulassungs- oder Registrierungsnummer. Diese findet sich auf der Außenverpackung und auch am Ende der beigelegten Gebrauchsinformation. Bei der Zulassung eines Arzneimittels wird auch die Rezeptpflicht festgelegt, also ob es von einer Ärztin oder einem Arzt verschrieben werden muss oder ob es ohne Rezept in der Apotheke erhältlich ist. Nach der Zulassung wird das Medikament weiterhin kontinuierlich überwacht. So sind Angehörige von Gesundheitsberufen wie Apothekerinnen und Apotheker dazu verpflichtet, Verdachtsfälle von Nebenwirkungen an die Arzneimittelbehörde zu melden. Durch diese laufende und systematische Überwachung ist es möglich, unerwünschte Wirkungen zu entdecken, zu beurteilen und gegebenenfalls zu korrigieren. Jedes Medikament, das Sie in der Apotheke erhalten, wird also sehr sorgsam und umfassend geprüft. Bei Arzneimitteln aus der Apotheke gehen Sie auf Nummer sicher und müssen sich keine Sorgen über Fälschungen oder mangelhafte Medikamente machen.